Aktivistin und Professorin, hat sehr viel zu Hausarbeit, Frauenrechte, Frauenarbeit geschrieben und beschäftigt sich viel mit der feministischen Praxis. Ihr Werk Caliban und die Hexe oder auch Revolution at Point Zero sind sehr wichtig für unsere moderne feministische Bewegung und unsere feministischen Kämpfe. Warum haben wir diese Veranstaltung ins Leben gerufen? Ein Grund ist, dass die Pandemie gezeigt hat, dass es nicht nur eine Krise des Gesundheitssystems ist, sondern eine Krise des gesamten Staates, der Politik und der Struktur des Staates und vor allem eine Krise der Machtverhältnisse, die dadurch durch die Krise reproduziert und produziert werden. Obwohl verschiedene Staaten auf unterschiedliche Art und Weise auf die Pandemie geantwortet haben, zeigt sich immer wieder, dass das patriarchale kapitalistische System und auch westliche eurozentrische koloniale Vorstellungen von was ein Leben wert ist, sich immer wieder zeigen. Nämlich, dass weiße, cisgender, männliche, christliche, aber auch Körper ohne Behinderung immer wieder bevorzugt werden. Die Leben von Frauen, weiblicher Subjekte, Schwarzen, Indigenous oder People of Color, die Leben von ArbeiterInnen, MigrantInnen oder auch Geflüchteten spielen eine geringere Rolle. Das können wir so beobachten. Durch die sogenannte den sogenannten Social Distancing Ansatz zeigt sich immer wieder, wie wichtig individuelles Eigentum ist und wie benachteiligend das auch für diejenigen ist, die eben so ein Eigentum nicht haben. Die sogenannte Politik von wir bleiben zu Hause zeigt oder impliziert, dass jeder Mensch Zugang zu einem sicheren Zuhause hat und auch Zugang zu Wasser, Elektrizität, Ernährung, Medizin. Und es impliziert auch, dass Zuhause ein sicherer Platz ist. Weiterhin wird dadurch nochmal gezeigt oder soll dadurch nochmal gezeigt werden, dass im Kapitalismus das Modell der cis-heteronormativen Kernfamilie die einzige ist, die akzeptiert wird. Dadurch wird aber ignoriert, dass es sehr oft zu geschlechterbasierter Gewalt gegen Frauen und weiblich gelesene Personen kommt und das auch zu Hause. Auch die Diskussion über die Jobs, die essentiell sind oder nicht, zeigt dieses Machtverhältnis. Viele Berufsgruppen, wie zum Beispiel StraßenverkäuferInnen, KünstlerInnen, aber auch SexarbeiterInnen, migrantische oder saisonale Arbeiter, sind einem hohen Risiko ausgesetzt, weil ihre Berufe nicht anerkannt werden und als nicht wichtig anerkannt werden. Unter ihnen trifft es die weiblichen ArbeiterInnen besonders hart, denn auch ihre unbezahlte und unsichtbare Hausarbeit wird nicht weiter in Betracht gezogen. Durch diese Krise haben wir auch gesehen, dass der Staat versucht, neue Formen von Kontrolle und auch Überwachung im öffentlichen Bereich voranzutreiben. Für manche Länder war die Krise die perfekte Chance, um neue Gesetze zu diskutieren oder auch zu verabschieden, die vor allem die reproduktiven Rechte der Menschen, aber auch die Rechte der LGBTQI-Community stark einschränkt. Die Kommunikation und auch die Organisation zwischen verschiedenen Communities, zwischen Familien, aber auch zwischen Menschen, die im Gefängnis sind und ihren Angehörigen, aber auch die Kommunikation zu Geflüchteten in Camps war fast unmöglich. Als Antwort auf diese Pandemie gab es allerdings auch viele Bewegungen, die viele Forderungen stellten, wie zum Beispiel, dass die Polizei abgeschafft wird oder ihr die Finanzierung entzogen wird. Das war eine Forderung zum Beispiel der Black Lives Matter Bewegung. Es gab ja sehr viele neue Kämpfe, die dadurch ausgelöst wurden und vor allem auch transnationale, intersektionale Solidarität ausgelöst haben. Dadurch gab es auch die Möglichkeit, neue Forderungen zu stellen und antikoloniale, antikapitalistische und antipatriarchale Kämpfe sichtbar zu machen. Das wollen wir also im Hinterkopf behalten, wenn wir auch später in die Diskussion starten.
Einige Fragen, die uns dabei interessieren, sind beispielsweise, ob eine intersektionale feministische Organisation überhaupt möglich ist. Auch Fragen wie zum Beispiel, wie können wir die private Sphäre und das dominante cis-heteronormative westliche Kernfamilienmodell aufbrechen? Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Und jetzt, Silvia, kannst du mit deinem Vortrag anfangen. Herzlich willkommen. Danke, Mathildi. Danke, Alex. Und liebe Grüße an alle, die jetzt gerade zuhören. Also, Mathildi, du hast eigentlich schon sehr viel erwähnt. Deine Analyse war sehr gut. Ich will nur ein paar Sachen hinzufügen. Und dann fange ich mit meinem eigentlichen Vortrag an. Was wir eigentlich gesehen haben, ist, dass die Normalität, wie wir sie kennen, die eigentliche Krise ist. Das heißt, wir können auch nicht in die Normalität zurückkehren, denn die Normalität ist das Problem gewesen. Die Pandemie hat auf allen Orten der Welt einfach nur ans Licht gebracht und sichtbar gemacht, was eigentlich schon da war und wie schlimm das eigentlich war. Und der Grund dafür ist, dass wir in einem System leben, das weder möchte noch unsere Umstände ändern kann. Denn die Ausbeutung ist eigentlich dem System, in dem wir leben, innegeschrieben. Und das hat die Pandemie einfach nochmal gezeigt. Was wir gerade erleben, ist einfach die Konsequenz jahrelanger Deinvestitionen, jahrelanger Streichungen von Dienstleistungen, die alle einen direkten Einfluss auf unser Leben haben. Ich finde das skandalös, wie wenig vorbereitet auch Länder waren, vor allem Länder wie zum Beispiel auch die USA. Wir haben dort gesehen, dass Krankenhäuser nicht einmal die wichtigsten Instrumente, nicht einmal Betten hatten und nicht einmal die richtige Ausstattung hatten, um ihre Ärzte, Ärztinnen und ihr Personal zu schützen. Das ist also nicht einfach zufällig passiert, das ist über die Jahre herbeigeführt worden. Über die Jahre wurden Krankenhäuser geschlossen, die Nummer der Betten wurde reduziert. Und auch die Anzahl der Menschen, die überhaupt Zugang zum Gesundheitssystem haben, wurde immer wieder angegriffen. Aber wir haben auch noch mehr gesehen, zum Beispiel, dass die Bedingungen, unter denen Menschen leben, einfach dazu führt, dass sie immer weniger auf Krisen reagieren können. Unser gesamtes Gesundheitssystem wurde so unterminiert, dass Menschen gar nicht mehr in der Lage sind, auf Krisen zu reagieren. Auch die Zerstörung der landwirtschaftlichen Systeme, die immer mehr auf chemischen Mitteln basiert, aber auch die Verschmutzung von Wasser, all diese Dinge haben also dazu geführt, dass wir uns jetzt in einer Situation befinden, in der wir immer weniger in der Lage sind, auf Herausforderungen und Probleme zu reagieren. Und wir können also sagen, dass die Pandemie im Mittelpunkt der Medien gerade steht, da es die Menschen auch in den westlichen Ländern und der USA betrifft. Aber wenn wir uns die Geschichte der Globalisierung anschauen, und ich bezeichne die Globalisierung als einen Prozess der Rekolonialisierung, dann sehen wir, dass diese Verarmung auf der ganzen Welt, vor allem aber in den afrikanischen Ländern in Lateinamerika, dass diese Entwicklung schon sehr, sehr lange gefährlich ist. Es gab in den letzten Jahren immer wieder Epidemien. Wir hatten Ebola in Afrika, wir hatten Meningitis-Epidemien, Cholera, Zika in Lateinamerika, das Dengue-Fieber, das SARS. Es gab also immer wieder kontinuierlich
Epidemien, die gezeigt haben, dass die Krise die ganze Zeit schon stattfindet und sich auf die ganze Welt ausbreitet. Was das Problem allerdings ist, dass wir immer weniger materielle Voraussetzungen haben, um dieser Krise zu begegnen. Und das ist wichtig, sich im Hinterkopf zu behalten. Und das muss der Ausgangspunkt unserer Diskussion sein. Diese Krise, die wir gerade erleben, zeigt eigentlich nur, dass das, was wir als Normalität gesehen haben oder empfunden haben, schon längst das Problem war. Denn in unserem System wird das menschliche Leben in der Art und Weise betrachtet, dass es ausgebeutet werden muss und dass das der einzige Weg ist. Und wir müssen erkennen, dass das System, so wie es jetzt gerade ist, uns umbringt. Und der zweite Punkt, den ich gerne anbringen würde, ist der folgende. Wenn wir uns also die Zukunftsaussichten ansehen, dann ist es sehr wichtig, sich Folgendes bewusst zu machen. Die Dinge werden sich nicht ändern. Auch wenn jetzt gerade alle vermeintlich ihr Bestes tun, um ihre Staaten zu schützen. In der Realität können wir eigentlich nicht erwarten, dass sich das System verändern wird. Also, es gibt ja sehr viele Diskussionen gerade, was eigentlich ja die Hauptursachen angeht, warum über die letzten 3 oder 4 Jahrzehnte überhaupt so viele Veränderungen stattgefunden haben, aber also auch Diskussion darüber, warum dieses neoliberale Modell, das wir die letzten Jahrzehnte durchgezogen haben, wie das sein kann, dass es sowieso noch so etwas passieren kann, aber ich denke so sehr klar, dass wir sehen, dass diese letzten 500 Jahre, in denen die Erde und auch Menschen ausgebeutet werden und das kapitalistische System immer noch da ist, dass das ein sehr großes Problem ist. Ich meine, Kapitalismus versucht immer wieder, profitabel zu bleiben. Dadurch gibt es sehr viele Kürzungen und unsere Lebensbedingungen werden eigentlich kontinuierlich verschlechtert. Und das ist ein Zustand, von dem ich erwarte, dass er genauso weitergehen wird. Selbst heute, wenn wir uns einmal die Vorschläge anschauen, die gegeben werden, auch die Maßnahmen, die ergriffen werden, um dieser Pandemie zu begegnen, die zeigen genau das, was ich sage. Zum Beispiel dieses Stay at Home, wasch deine Hände, distanziere dich von sozialen Kontakten. Ich finde dieses Social Distancing sowieso ein schreckliches Konzept, weil es einfach so schlimm für viele Menschen ist. Wir sollten eher von physischer Distanz, nicht von sozialer Distanz sprechen, nur so nebenbei. Aber diese Maßnahmen können nur von sehr, sehr wenigen Menschen durchgeführt werden, denn die meisten Menschen befinden sich in einer sehr, sehr viel schlimmeren Lage. Die meisten Menschen haben gar keinen Zugang zu Wasser. Die meisten Menschen haben nicht mal ein Dach über dem Kopf. In den USA haben wir tausende Menschen, die obdachlos sind. Und das ist die Krise. Wir haben mittlerweile sogar ganze, ja, Camps von Menschen, die obdachlos sind, auf der Straße schlafen. Und das ist die Realität. Und die Mieten steigen natürlich immer noch. Das heißt, die Vorschläge, die von den Regierungen gebracht werden, auch die Maßnahmen, die ergriffen werden, die eigentlich die Konsequenzen mindern sollen, die dienen eigentlich nur einer sehr, sehr kleinen Minderheit in der Gesellschaft. Zumindest, dass wir die Weltbevölkerung anschauen. Mit rechnen, dass die Krise, die wir bis jetzt beobachtet haben und die diese Epidemie in den Vordergrund gerückt hat, dass sich diese Krise fortsetzen wird. Das ist wichtig, denn das bestimmt ja auch darüber,
welche Arten von Maßnahmen, welche Tätigkeiten, welche Kämpfe wir ergreifen, anfangen müssen. Wie sollen wir uns organisieren? Ausschlaggebend ist aber, glaube ich, auch noch etwas anderes. Diese Krise hat auch sichtbar gemacht, dass gesellschaftliche, soziale Ungerechtigkeit in all ihren Formen, angefangen beim Rassismus, aber all die anderen Ismen auch die Diskriminierung von älteren Menschen zum Beispiel oder insbesondere von älteren Menschen, die keine wirtschaftlichen Mittel haben, das ist alles Teil der Krise der Reproduktion. Und es ist sehr interessant, dass in den Vereinigten Staaten die Krise, die Covid-19 geschaffen hat, sich kombiniert hat, sich verbunden hat oder noch schlimmer geworden ist, dadurch, dass sie zusammengefallen ist mit der Krise, die auf die Ermordung George Floyds gefolgt hat. Als ein weiteres Mal ein schwarzer Mann brutal ermordet worden von der Polizei. Und nicht nur das, sondern das ist zu einem Zeitpunkt geschehen, da alle Statistiken darauf hinweisen, dass die Mehrheit der Menschen in den USA, die an dem SARS-CoV-Virus sterben, Menschen aus der schwarzen Community sind. Menschen aus Einwanderer-Communities. Und natürlich Leute, die in Pflegeheimen arbeiten. Nicht unbedingt in den Pflegeheimen, wo reiche Menschen hingehen, sondern eben in öffentlichen oder auch Menschen, die in Gefängnissen arbeiten. Es ist also klar, dass der Apparat, der diese Ungleichheit beständig reproduziert, der diese Spaltung, diese Hierarchien produziert, dass der auch tödliche Folgen hat. Und heute sagen viele Menschen, wir haben es mit zwei Viren zu tun. Der eine ist dieser Covid-19-Virus und der andere ist der Rassismus. Und den Rassismus hat es natürlich immer schon gegeben. Selbst vor Covid-19 war es die schwarze Community in den USA, die die höchsten Todesraten hatte, die am verletzlichsten war oder am verwundbarsten, was Krankheiten angeht, Infektionskrankheiten. Heute sind die Zahlen, was die Kindersterblichkeit angeht, noch dieselben wie im Jahr 1850 in der schwarzen Community. Damals hat man ja gerade erst angefangen, über so etwas Buch zu führen. Also die Sterblichkeit von Frauen, die gebären, und die Kindersterblichkeit sind heute in der schwarzen Community immer noch auf dem Niveau von 1850. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass Rassismus und Sklaverei nie wirklich abgeschafft worden sind. Sie sind nur neu gestaltet worden, haben sich in neuen Formen organisiert. Und das ist ein Teil der Krise, ein Teil der Krise der Normalität, von der ja in der Überschrift zu diesem Vortrag die Rede ist. Es ist also klar, es liegt auf der Hand, wenn wir über eine Antwort nachdenken, wenn wir uns ansehen, welche Faktoren sind hier so im Spiel, welche sind die Schlüsselfaktoren in diesem Zerstörungs-, Verwüstungsprozess, den diese Pandemie auslöst. Wie müssen wir dann darauf reagieren? Wir müssen nicht nur mit den unmittelbaren Bedürfnissen, für die unmittelbaren Bedürfnisse uns etwas überlegen. Und da geht es zum Beispiel um verschiedene Formen von gegenseitiger Hilfe innerhalb der Community. An vielen Orten in den USA, in vielen unterschiedlichen Stadtteilen haben sich Aktivisten, Mitglieder unterschiedlicher Organisationen engagiert, um eine Art Strukturen gegenseitiger Hilfe der Versorgung mit Lebensmitteln, mit Medikamenten und dergleichen zu organisieren. Und das ist eben geleistet worden und musste geleistet werden in Communities, die man sich selbst überlassen hat.
Das betrifft die vielen papierlosen Migranten, die keinerlei Unterstützung erhalten. Und es geht um Menschen, die keinerlei Unterstützung haben, die aber auch keine Arbeit haben und trotzdem natürlich Rechnungen zu zahlen haben. Weiterhin, diese Situation ist eine furchtbare Situation. Und sie ist besonders furchtbar für Einwanderer, weil die ja oft auch Geld nach Hause schicken müssen, um ihre Familien zu unterstützen. Viele Hausarbeiterinnen in den USA beispielsweise, viele von diesen Frauen, die sind jetzt arbeitslos, weil die Familien ihnen gesagt haben, sie sollen bitte nicht mehr kommen. Aber ihre eigenen Familien in ihren Ursprungsländern sind ja nach wie vor von diesem Geld abhängig, was sie immer überwiesen haben. Grundlegend ist aber, dass wir uns nicht nur mit solchen Notlagen beschäftigen müssen, sondern wir müssen auch vorausschauen. Und wir müssen darüber nachdenken, wie wir einen Systemwandel herbeiführen können. Ich glaube, wenn wir uns ansehen, wenn wir uns den Pfad, den wir zu beschreiten haben, ansehen oder auch den Weg, der hingeführt hat zu dieser Situation und die Faktoren, die da im Spiel sind, wenn wir uns das genau ansehen, dann können wir nicht länger hoffen, dass der Staat das Problem lösen wird. Wir können nicht auf den Staat hoffen. Wir können auch nicht darauf hoffen, dass der Staat überhaupt auch nur ein Interesse am Schicksal der Mehrzahl der Menschen zeigen wird. Und das bedeutet natürlich, dass wir uns nicht mit dem Staat konfrontieren sollten. Oder das heißt doch, wir müssen uns mit dem Staat konfrontieren und wir müssen den Wohlstand, den wir selbst erzeugt haben, uns zurückholen, wieder aneignen. Denn Staat und Kapital monopolisieren heute den Wohlstand, den wir geschaffen haben. Gleichzeitig ist es aber auch außerordentlich wichtig, nachzudenken über eine Form der Organisierung, die damit anfängt, Formen und Strukturen aufzubauen. Ein Netzwerk von Tätigkeiten, von Verbindungen von unten, das den Prozess einleitet, einer Neubestimmung dessen, worum es bei der Reproduktion geht, was wir eigentlich brauchen, beispielsweise in der Nahrungsmittelproduktion, in der Gesundheitsversorgung, in der Wohnraumversorgung. Und dann müssen wir diese verschiedenen Kämpfe miteinander kombinieren. Die Lösung kann nur in einem Systemwandel bestehen und diesen Systemwandel kann es aber auch nur geben, wenn wir die Möglichkeiten entdecken, die Fähigkeiten entdecken, die verschiedenen Kämpfe, die heute schon stattfinden, miteinander zu verbinden. Und damit wir all die Aspekte unserer Reproduktion zusammenführen können. Das heißt, der Wohnungskampf muss sich kombinieren mit dem Kampf um Lebensmittelproduktion und für eine neue Organisierung der Landwirtschaft, damit die Lebensmittel, die wir konsumieren, keine sind, die unsere Gesundheit ruinieren, sondern es müssen Lebensmittel sein, die uns nähren können. Und diese Kämpfe müssen sich eben auch mit den Kämpfen im Gesundheitssektor verbinden. Und bei diesen Kämpfen geht es nicht nur darum, den Staat zu zwingen, uns vernünftige Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, sondern wir müssen auch verloren gegangenes Wissen neu erwerben. Wir müssen den Prozess einleiten, ein selbstverwaltetes Gesundheitssystem aufzubauen. Dabei geht es darum, das Wissen zu rekuperieren, sich wieder aneignen, was Frauen, über das Frauen früher verfügt haben und was aber kriminalisiert oder einfach ausgelöscht worden ist. Das ist meiner Ansicht nach die Aufgabe. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Mit anderen Worten, die grundlegende Aufgabe besteht in der Schaffung von der Art von Infrastruktur in unseren Communities, die erstens beginnt zu definieren, was die Möglichkeiten sind, wie können wir unsere Reproduktion neu organisieren und dann zweitens müssen wir von dem Status quo
nach vorne uns bewegen, neue Solidaritäten aufbauen, die es uns ermöglichen, uns zu bewegen, uns in die Richtung einer Wiederaneignung des gesellschaftlichen Wohlstands zu bewegen, uns fortzubewegen von den zerstörerischen Aktivitäten, die unsere heutige Gesellschaft auszeichnen. Ich denke an Gefängnisse, die Polizei und so weiter. Und wir müssen diese Energien umlenken in Richtung einer nachhaltigen Existenz. In den USA haben wir als Ergebnis der Black Lives Matter Bewegung die Forderung gesehen, eine sprechende Forderung, die lautet: auf jeden transparent zu sehen auf den Demonstrationen. Nicht löst die Polizei auf, sondern defund the police, also entzieht der Polizei ihre finanziellen Mittel. Und das hat natürlich zwei Seiten. Das heißt ja nicht nur, dass man der Polizei das Geld wegnimmt, mit dem sie Menschen zu Opfern gemacht hat, insbesondere schwarze Menschen, sondern es geht ja auch darum, dieses Geld woanders zu investieren, diese Ressourcen in den Dienst der Community zu stellen und auszugeben für soziale Dienstleistungen. Und diese Forderung weist, wie ich glaube, uns in die Richtung, in die wir uns im Allgemeinen bewegen sollten, wenn wir über den sozialen Wandel insgesamt nachdenken. Wir müssen wirklich das System verändern und wir müssen dafür sorgen, dass die Art und Weise, wie der Wohlstand heute eingesetzt wird, sich dramatisch verändert. Und das werden wir nur erreichen, wenn wir die Spaltung überwinden, die uns heute, mit denen wir heute zu tun haben. Der Kampf gegen das Patriarchat, der Kampf gegen Rassismus, der Kampf gegen Sexismus. Diese Kämpfe sind grundlegend, denn heute, und das haben wir ja gesehen in den letzten Wochen, wir haben gesehen, das ist eine Möglichkeit für das System fortzubestehen. Sie können sich auf die Tatsache verlassen, die Arbeiter gegeneinander mobilisiert werden können, also weiße Arbeiter gegen schwarze Arbeiter zum Beispiel. Stattdessen müssen wir auf die Notwendigkeit eines Systemwandels hinweisen. Vorher werden sie immer in der Lage sein, uns gegeneinander auszuspielen. Das ist die Situation, die wir heute haben. Der Kampf muss sich also auf verschiedenen Ebenen bewegen. Und ich glaube, Frauen, und das ist das Letzte, was ich dazu noch sagen möchte, Frauen kommt hier eine besondere strategische Rolle zu. Also diejenigen von euch, die etwas von dem gelesen haben, was ich geschrieben habe, werden wissen, dass ich lange Zeit betont habe, dass die Auseinandersetzung mit der Frage der Reproduktion und mit der systematischen Abwertung von Reproduktionsarbeit, sodass Frauen generationenlang gelitten haben in kapitalistischen Gesellschaften, dass Frauen in dieser Zeit auch etwas gelernt haben. Sie haben einen Einblick in die Logik des Systems erhalten, nämlich die Tatsache, dass dieses System notwendigerweise Reproduktionsarbeit entwerten muss. Je wichtiger eine bestimmte Tätigkeit für die Reproduktion des Systems ist, umso mehr wird genau diese Tätigkeit entwertet. Die Reproduktion unseres Lebens, das ist im Grunde der Kern der Kapitalakkumulation. Wenn man uns vorenthält, was wir brauchen, was wir für unsere alltägliche Existenz benötigen, und wenn man uns einsperrt, auf unterschiedliche Weisen natürlich, nicht alle sind gleich stark ausgebeutet. Es gibt natürlich ein Gefälle und es gibt Unterschiede in der Bedeutung des Wortes Ausbeutung, aber die Ausbeutung ist der Kern der Kapitalakkumulation.
Und Frauen haben das erkannt. Ich glaube auch, dass wir als Frauen aufgrund der Position, die wir in der kapitalistischen Arbeitsteilung einnehmen, ich glaube, dass wir deswegen in der Lage gewesen sind, zu erkennen, wie zentral die Reproduktionsfrage ist, wenn es um gesellschaftlichen Wandel geht. Alle Tätigkeiten, und Reproduktion heißt übrigens nicht nur Hausarbeit. Also es geht nicht nur um Tätigkeiten im Haushalt. Wir haben diesen Begriff im Laufe der Jahre ausgeweitet auf vielerlei Weisen. Es geht auch um Tätigkeiten, die außerhalb des Haushalts geleistet werden. Es geht um Kindererziehung, es geht um Sexarbeit. All diese grundlegenden Tätigkeiten, für die Reproduktion grundlegenden Tätigkeiten, dazu gehört auch die Pflege der Beziehung zur Umwelt. Die Landwirtschaft ist auch ein Teil der Reproduktion, insbesondere in den Erdteilen, wo das Sehen Teil der alltäglichen Hausarbeit ist. Die Pflege der natürlichen Umwelt gehört also auch zur Reproduktionsarbeit. Weil wir uns so auseinandergesetzt haben mit Reproduktionsarbeit, können wir feststellen, dass Frauen in vielen Erdteilen, in Lateinamerika, in Afrika, Frauen sind ganz vorne bei der Verteidigung des natürlichen Wohlstands. Die ersten, die gegen Bergbauprojekte mobilisieren, gegen die Abforstung von Wäldern und gegen die Verschmutzung von Gewässern. Und aufgrund dessen stellen wir fest, dass mehr und mehr Frauen Opfer werden. Paramilitärische Einheiten, Beschäftigte des Unternehmens, Regierungstruppen bedrohen die Frauen. Und ich glaube, diese Aufmerksamkeit, die Frauen zum Kampf beigetragen haben, also das Bewusstsein der Bedeutung der Reproduktionsarbeit, was ja daher rührt, dass tatsächlich diejenigen sind, die den Großteil dieser Arbeit leisten, die reproduzieren die Familie. Sie müssen entscheiden, wie die Kinder ernährt werden sollen, was die Kinder zu essen bekommen, ob es sie nähren wird. Aufgrund dieser Verantwortung oder dieses Verständnisses, dieses Bewusstseins von der Bedeutung der Reproduktion, kann man, glaube ich, sagen, dass Frauen heute in einer sehr wichtigen Position sind. Und zwar just zu dem Zeitpunkt, zu dem Frauen auch am unmittelbarsten betroffen sind von der Covid-19-Krise. Wir wissen ja, dass die unerträgliche Situation der letzten Jahrzehnte, viele Frauen haben sich einen eigenen Job gesucht, weil der Lohn des Mannes nicht mehr genügt hat oder weil sie auch eigene Ressourcen außerhalb des Haushalts, den sie mit einem Mann teilen, haben wollen. Und gleichzeitig bleibt bei ihnen aber diese Verantwortung für die Hausarbeit, also diese Doppelbelastung, ist unheimlich schwierig gewesen für viele Frauen, wo Frauen Arbeitszeiten haben, die sind ähnlich wie die Arbeitszeiten in der industriellen Revolution von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang soll gearbeitet werden. Es gibt keine Zeit zur Erholung. Das ist die Situation, die wir heute haben. Und diese Situation hat sich noch verschärft, denn viele Frauen müssen jetzt von zu Hause aus arbeiten. Und sie sind in einer unmöglichen Situation. Sie sollen sich um die Kinder kümmern. Sie sollen arbeiten, die Kinder gehen ja nicht mehr zur Schule und sie müssen sich um alles kümmern, was an Hausarbeit so ansteht. Das ist ein klassischer Fall davon, wie sich eine Krise zuspitzt. Das ist die Krise des Alltags
Lebens, die sich darin zuspitzt. Die ganze Rhetorik über Emanzipation durch Lohnarbeit, naja, es gibt eine begrenzte Anzahl von Frauen in der Welt, die eine gewisse Autonomie sich erkämpft haben über die Arbeit und denen es gelungen ist, einigen, also Abhängigkeit von der Familie oder vom Mann und Verelendung zu entkommen. Aber für die meisten Frauen hat der Zugang zur Lohnarbeit nur bedeutet, dass sie nach wie vor nicht genug verdienen, dass sie unmöglich lange Arbeitszeiten haben, dass sie sowohl im Haushalt als auch außerhalb des Haushalts arbeiten müssen und dass sie sich oft auch verschulden müssen. In den USA sind die meisten Frauen, die außerhalb des Haushalts arbeiten, sehr verschuldet, weil die Löhne so niedrig sind, dass sie es ihnen nicht erlauben, ihre eigene Existenz und die Existenz ihrer Familien zu bestreiten. Deswegen müssen sich diese Frauen verschulden. Lohnarbeit bedeutet auch, dass Frauen nicht die Zeit haben, sich um sich selbst zu kümmern. Wir hören immer wieder von Frauen, die erst ins Krankenhaus, im allerletzten Moment ins Krankenhaus gehen, selbst wenn sie krebskrank sind, weil sie einfach keine Zeit gehabt haben, sich um sich selber zu kümmern. Und wir sehen jetzt also, dass die Situation, mit der die Frauen konfrontiert sind, deutlich zeigt, wie nötig es ist, einen umfassenden gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Und gleichzeitig sehen wir daran deutlich, dass Frauen eine ganz besondere Rolle zukommt. Gerade aufgrund der Geschichte ihrer besonderen Verbindung zur Reproduktionsarbeit. Aber es ist eindeutig ein politischer Prozess, über den wir hier reden. Und wir haben es auch mit einer politischen Krise zu tun, nicht nur mit einer Gesundheitskrise. Es handelt sich um eine Krise, die nicht gelöst werden kann, wenn wir uns nicht auf zwei Ebenen gleichzeitig bewegen, und die hängen miteinander zusammen. Wir müssen eine andere Politik durchsetzen und dadurch müssen wir das System allmählich verändern, indem wir einer anderen Logik zum Durchbruch verhelfen, die die gegenwärtige Verwendung von gesellschaftlichen Ressourcen umkehrt. Und das andere ist, dass wir uns weigern müssen, soziale Hierarchien und soziale Ungerechtigkeit anzuerkennen. Wir müssen die entlegitimieren. Denn das eine kann man ohne das andere nicht haben. Wie die Demonstrationen seit dem Tod mit der Ermordung von George Floyd gezeigt haben, kann man keinen wirklichen Wandel herbeiführen, wenn wir nicht den Staat abbauen und entwaffnen, wenn wir nicht all die Formen dekonstruieren, durch die der Staat in der Lage ist, uns über uns zu herrschen und eine Situation systemischen Mangels und systemischer Armut und systemischer Ausbeutung herbeizuführen. Das gehört zusammen. Diese beiden Ebenen sind sozusagen zwei Seiten derselben Medaille. Wir können uns nicht um die eine Seite kümmern, ohne uns gleichzeitig mit der anderen zu beschäftigen. Ich komme jetzt zum Schluss. Wir leben hier in den USA einen sehr bedeutenden Moment. Meiner Ansicht nach wird das auf jeden Fall ein Moment des Wandels sein, den wir hier erleben. Was für ein Wandel das sein wird, das kann man noch nicht sagen, aber wir sehen auf jeden Fall etwas, was präzedenzlos ist. Zum ersten Mal sind die Leute auf die Straße gegangen, um gegen die Ermordung George Floyds zu demonstrieren.
Und das war ja nur die letzte in einer langen Reihe von solchen Ermordungen. Fast wöchentlich wird ein junger schwarzer Mann oder wird eine junge schwarze Frau getötet durch die Polizei. Also es ist fast schon so, als würden die Polizisten nach einer Ausrede suchen, einen jungen schwarzen Menschen zu ermorden. Also die Polizei greift Menschen aus der schwarzen Community an und sie gehen völlig straflos aus. Der Staat räumt ihnen völlige Straflosigkeit ein. Was wir jetzt zum ersten Mal gesehen haben, ist, dass eine große Anzahl von weißen Menschen sich diesen Demonstrationen angeschlossen haben. Und das ist vielleicht eine Folge der Tatsache, dass die Epidemie oder die Pandemie auch vielen Weißen vor Augen geführt hat, dass wir in einer Gesellschaft leben, die auch ihnen keine Hoffnung, keine wirkliche Zukunft bieten kann. Eine Gesellschaft, in der das Leben durchgehend prekär ist, wo durchgehend die Rede ist von Demokratie, vom amerikanischen Traum und so weiter, aber in der Realität sind wir alle gezwungen, täglich um unser Überleben zu kämpfen. Wir haben zum Beispiel eine Jugend in den USA, die völlig unbezahlbare Schulden hat. Um überhaupt studieren zu können, muss man sich in einem Ausmaß verschulden. Das ist dann eine Hypothek fürs ganze Leben. Denn das wird natürlich auch alles bestimmen, was man dann Jahre später machen kann, nicht machen kann. Entscheidungen, die mit Arbeit zu tun haben oder auch mit Heiraten, die sind dann alle geprägt von dieser Verschuldung. Und deswegen glaube ich, dass die Tatsache, dass wir so viele junge Leute auf den Straßen gesehen haben, sehr wichtig ist. Ich habe das früher schon gesagt, und das liegt ja auch auf der Hand, die Fähigkeit, uns zu spalten und Hierarchien zu schaffen, sodass ein großer Teil der Bevölkerung kein Interesse zeigt oder kein Bewusstsein von den Kämpfen der anderen Gruppe hat. Das hat bisher gut funktioniert und war immer ein wichtiger, das stand einer wirklichen Transformation immer im Wege. Jetzt können wir Luft holen und haben den Eindruck, vielleicht passiert jetzt etwas Neues. Vielleicht hat sich hier etwas verändert. Vielleicht leben wir jetzt in einer neuen Situation. Vielleicht gibt es jetzt die Möglichkeit, einen Veränderungsprozess einzuleiten. Vielleicht beginnt jetzt eine Veränderung und vielleicht gibt es jetzt den Wunsch nach Veränderung, nicht nur seitens derer, die täglich mit ihrem Leben bezahlen, den Rassismus in dieser Gesellschaft, sondern vielleicht kommt dieser Wunsch jetzt von breiteren, umfassenden Teilen der Bevölkerung. Ich hoffe, dass diese Pandemie gezeigt hat, es ist fast schon wie ein Röntgenbild, was durch diese Pandemie entstanden ist, wo ganz genau zu sehen ist, wo die Grenzen, die Defizite dieses Systems sind. Also diese Pandemie wird, man wird sich an sie erinnern, nicht nur als an einen Zeitpunkt großen Schmerzes, sondern auch als mit einem Prozess der Transformation assoziiert. Also hier wird wirklich ein neues Kapitel aufgeschlagen. Hier gibt es die Möglichkeit, ein System zu verändern, eine Geschichte zu verändern, die bisher eine Geschichte der Unterdrückung gewesen ist. Und zwar sowohl zu Hause als auch in anderen Ländern. Ich hoffe doch sehr, dass das jetzt der Anfang von etwas Neuem ist. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Silvia. Bevor wir mit der ersten Frage anfangen, möchte ich gerne noch einmal alle dazu einladen, mehr Fragen zu stellen, mehr Fragen zu posten. Unter anderem hier im Chat bei Zoom, aber auch auf der Facebook-Seite oder dem Pad der Rosa Luxemburg. Und ihr könnt uns die Fragen auf jeden Fall auch auf Deutsch schicken.
könnt sie auch auf Spanisch schicken. Wir werden das jetzt direkt dann übersetzen und dolmetschen. Und wir fangen schon mal mit der ersten Frage an. Ich lese es vor, Silvia. Und dann können in der Zeit alle anderen noch mal überlegen, ob sie auch noch Fragen haben. Die Frage oder der Kommentar. Vielen Dank für deinen Vortrag und die Beschreibung der Situation. Du sagst, wir brauchen einen fundamentalen Wechsel in der Politik. Denkst du, dass gesellschaftlicher Wandel ausschließlich von unten nach oben geschehen muss? Oder kannst du auch noch einige Beispiele für progressive Aktionen nennen, die wir nutzen können, um unsere Ökonomie zu verändern? Vielleicht auch im globalen Kontext, wo es auch progressive Kräfte in Regierungen gibt. Silvia, ich würde dir die Frage jetzt direkt stellen. Und der Fakt, dass das Gesundheitssystem in den USA so schlecht ist und du eigentlich nur Zugang dazu hast, wenn du einen bestimmten Beruf hast, schließt total viele Menschen aus. Das Gesundheitssystem, der Zugang dazu ist außerdem extrem teuer. Das heißt, eine Forderung muss sein, dass alle Zugang zum Gesundheitssystem haben. Ein Beispiel. Okay, die Verdolmetschung pausiert, weil hier alles doppelt gehört wird. Wir brauchen also auch eine Umverteilung der Arbeit. Alle müssen die Möglichkeit haben, weniger zu arbeiten und auch Zugang zu ihren Gemeinden haben. Das heißt, sie müssen irgendwie die Zeit bekommen, dass sie in Gemeindeaktivitäten teilnehmen können. Wenn du früher morgen zur Arbeit gehst und abends erst wieder zurückkommst, dann gibt es eigentlich keine Möglichkeit für dich, dich mit anderen zu verbinden, dich mit anderen zu treffen. Und das ist aber sehr, sehr wichtig, um eine Veränderung voranzutreiben. Auch das Bildungssystem, Bildung ist enorm wichtig. Unser jetziges Bildungssystem ist extrem diskriminierend. Wir haben private Schulen für die Kinder der Mittelklasse oder der sogenannten Bourgeoisie, aber für die Mehrheit der Kinder gibt es Schulen, wo zum Beispiel auch schon das Dach fast runterkommt, wo die Wände in total schlechtem Zustand sind. Und ja, also Kinder, die in den USA zur Schule gehen, die Mehrheit dieser Kinder, die Schulen sind einfach in einem total schlechten Zustand. Aber auch Fächer wie zum Beispiel Musik, alles, was die Kreativität anregt, wurde gestrichen. Wir brauchen also dringend Reformen. Es gibt zum Beispiel auch eine große Diskussion über bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist eine andere Diskussion, die gerade stattfindet. Das heißt, wir müssen uns eigentlich bewusst werden, was alles hinter der Reproduktion steckt. Denn natürlich gibt es auch rechte Vorstellungen davon, was Reproduktion ist. Und da sagen die Leute eben, ja, okay, alle kriegen die gleiche Anzahl an Geld. Und dann sollen die sich um alles selber kümmern. Die sollen mit dem Geld, was sie bekommen, alle Dienstleistungen selber bezahlen. Das kann natürlich auch nicht die Lösung sein. Das heißt, so wie Reproduktion organisiert wird, das muss geändert werden.
Das heißt, wir müssen aufhören, Chemikalien zu produzieren und zu verwenden. Alles, was unsere Umwelt zerstört. Wir müssen auch die Arbeitsbedingungen in den Fabriken verändern, in den Orten, an denen Produktion stattfindet. Jetzt ist es so, dass viele Menschen zur Arbeit gehen und krank werden aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen. Nicht nur, weil sie konstant ausgebeutet werden, sondern auch sehr oft, weil die Arbeitsorte total giftig sind. Okay, was ich also hervorheben wollte, ist Folgendes. Wir müssen uns also von unten organisieren. Wir müssen neue organisatorische Strukturen schaffen, in denen wir die Kontrolle haben. Wo wir gemeinsam diskutieren, wo wir gemeinsam entscheiden können, wann etwas passiert, zu welchem Krankenhaus wir gehen, wie wir uns unterstützen können. Viele Frauen haben heutzutage Angst, in ein Krankenhaus zu gehen, weil sie Angst haben, wie sie dort behandelt werden. Sie haben Angst, dort schlecht behandelt zu werden. Und sie sind sich unsicher, ob die Behandlung, die ihnen verschrieben wird, ihnen überhaupt helfen wird oder ob es einfach nur heißt, okay, hier ein Krankenschein und du gehst morgen zurück zur Arbeit. Wir müssen es also irgendwie schaffen, dass der Staat nicht entscheidet, was er uns gibt. Wir müssen versuchen, uns eigene Macht, eigene Kontrolle zu erschaffen. Das heißt, auf Gemeindeebene muss es da Möglichkeiten geben, zusammenzuarbeiten und neue Formen zu schaffen. Wir alleine können das manchmal einfach nicht schaffen, die ganzen Aufgaben, die mit der Reproduktion einhergehen. Das Wichtigste ist deshalb, dass unsere Kämpfe verbunden werden, dass wir gemeinsam kämpfen, dass wir verstehen, dass der Kampf um bezahlbaren Wohnraum nicht unterschiedlich ist oder nicht anders ist als der Kampf um Gleichheit und der Kampf gegen Rassismus. All das muss zusammengeführt werden. Wir müssen uns also zusammenfinden, nicht nur in unseren Auffassungen, in unseren Gedanken, sondern in echt uns zusammenfinden. Okay, also es gab einige Verbindungsprobleme, deswegen werde ich jetzt mein Video auslassen, dann funktioniert das nämlich, glaube ich, besser. Es gab noch weitere Fragen. Ich werde dir noch ein paar stellen, die du beantworten kannst, weil wenn du ein bisschen länger redest, dann wird auch die Verbindung besser. Das heißt, werde ich jetzt 3, 4 Fragen stellen und dann kannst du am Stück erstmal sprechen. Okay, es gab hier sehr viele unterschiedliche Fragen, die auch die Organisierung des Protests angehen. Eine weitere Frage steht, dass in Deutschland die feministische Mobilisierung bisher wenige Frauen, die zum Beispiel unter prekären Verhältnissen arbeiten, wie zum Beispiel im Supermarkt oder im Reinigungsbereich, erreicht haben. Wie ist die Situation in den USA? Falls es da besser ist, was können wir davon lernen? Eine andere Frage ist, welche Möglichkeit haben wir überhaupt gerade, eine intersektionale, feministische, breit aufgestellte Bewegung voranzutreiben? Die 2 Fragen passen vielleicht auch ganz gut zueinander. Dann gab es 2 Fragen in Bezug auf Lateinamerika. Wir haben eine Frage aus Bolivien. Die Person stellt die folgende Frage. Ich bin ganz deiner Meinung, dass wir gerade sehr viel Protest erfahren und erleben können. Das Problem ist, dass ich keine konkreten Forderungen sehe. Wenn wir also zum Beispiel über das koloniale Erbe sprechen, welche Forderungen können wir darstellen, um diese kolonialen Perspektiven aufzubrechen? Eine weitere Frage.
Es gibt ja viele Länder Lateinamerikas, in denen die Zustände meiner Meinung nach gerade vorrevolutionär sind. Und vielleicht kannst du mehr dazu sagen, was denkst du über die jetzige Situation in einigen lateinamerikanischen Ländern? Das sind natürlich sehr umfassende Fragen. Ich versuche, von unten anzufangen und das aufeinander aufzubauen. Okay, vorrevolutionär. Ich weiß nicht genau, das Konzept ist natürlich ein sehr großes. Es hat mehr als 5 Jahrhunderte gebraucht, um dieses kapitalistische System, wie wir es jetzt kennen, aufzubauen. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich auch noch sehr, sehr lange, um dieses System wieder zu ändern und aufzubrechen. Aber ich würde bei der folgenden Sache zustimmen. Ich war ganz oft in den letzten Jahren inspiriert von den Bewegungen in Lateinamerika. Jedes Mal, wenn ich dort war, habe ich das Gefühl, ich komme mit Energie zurück. Ganz viel Energie, die ich daraus schöpfe, aus den Kämpfen, die die Frauen dort führen. Die Netzwerke, die dort innerhalb der letzten Jahrzehnte aufgebaut werden konnten, bringen wirklich Menschen zusammen. Und auch intersektional bringen sie viele Kämpfe zusammen. Viele indigene Frauen, zum Beispiel Frauen, die im Amazonasgebiet leben, aber auch Frauen, die in ländlichen Regionen arbeiten und Frauen, die in Städten leben, haben sich zusammengeschlossen. Auch die Ni Una Menos-Bewegung in Argentinien war sehr, sehr stark und groß. Und zum Beispiel in Argentinien, da ist es wirklich gelungen, gesellschaftliche Räume zu schaffen, in denen Menschen aus ganz unterschiedlichen Sphären zusammenkommen konnten. Ni Una Menos, die Bewegung gegen Gewalt an Frauen, aber auch sehr viele andere solidarische Bewegungen haben sich zusammengeschlossen. Es gab auch sehr viele Frauen aus Gewerkschaften, die sich angeschlossen haben. Sehr, sehr viele Bewegungen sind zusammengekommen. Und es wurden dort eben gemeinsame Räume geschaffen, in denen gemeinsam diskutiert werden konnte, was gemeinsame Forderungen sein können, wie weiter fortgefahren wird. Und das ist meiner Meinung nach schon vorrevolutionär. Denn dadurch wird versucht aufzubrechen, das System aufzubrechen, was wir gerade haben, dieses isolierte System. Und es hat eben gezeigt, dass verschiedene Kämpfe zusammengebracht werden können und dass wir uns gegenseitig unterstützen müssen. In den letzten 2 oder 3 Jahren haben wir in Argentinien sehr, sehr viele Veränderungen beobachten können. Es gab eine sehr, sehr breit angelegte Mobilisierung. Sowas gab es vorher noch nie in Argentinien. Millionen Frauen auf der Straße. Aber es gab auch viele sehr starke Programme und Forderungen, die erarbeitet wurden. Es ging sehr viel um das Thema Schulden, um Kolonialismus, aber alles wurde eben zusammengebracht. Ich kann mich da an einen Slogan erinnern, den ich in Buenos Aires gelesen habe. Wir wollen sie lebendig und wir wollen sie frei von Schulden. Das heißt, 2 Kämpfe wurden zusammengeführt. Das heißt, der Kampf gegen Verschuldung wurde zusammengeführt mit dem Kampf gegen Gewalt. Und ich sehe da, dass sich verschiedene Perspektiven verändern. Und es wird auch erkannt, dass ja, wirtschaftliche Ungleichheit eine Form von Gewalt sein kann, wirtschaftliche Verhältnisse eine Form von Gewalt sein können. Und es wird eben erkannt, dass da eine Notwendigkeit besteht, diese Kämpfe zusammenzuführen. Und das ist für mich eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Und das passiert nicht nur in Lateinamerika, nicht nur in Argentinien, sondern ich sehe, dass das auch immer stärker in anderen Ländern passiert. Und eine andere Sache, die ich beobachten konnte, ich habe auch vorhin darauf Bezug genommen, es gibt eine sehr, sehr groß
große Anzahl an Frauen im städtischen Bereich, in Städten, aber auch im ländlichen Raum. Im Amazonasgebiet, wenn wir da heute drauf schauen, in verschiedenen Gebieten am Amazonas, da sind wirklich Frauen, die sich zusammenschließen, die sagen, die sich wehren gegen Bergbauunternehmen. Und auch auf den karibischen Inseln gibt es Widerstand, in Nicaragua zum Beispiel. Da schließen sich Frauen zusammen, um Saatgutbanken aufzubauen, um eben auch die Landwirtschaft in ihre Hand zu nehmen. Das heißt, Frauen mobilisieren sich auch, um die Landwirtschaft zu verteidigen. Und wir sehen auch immer mehr, dass der Kampf gegen das Patriarchat und der Kampf um den Erhalt der Natur, dass das alles ein Kampf ist. Wir haben also gesehen, dass es unmöglich ist, gegen die Zerstörung der Umwelt zu kämpfen, wenn wir gleichzeitig uns um Hausarbeit, um reproduktive Arbeit kümmern müssen. Wenn wir also auch noch diese patriarchale Last auf den Schultern tragen. Das wurde erkannt. Dieser neue Feminismus ist also total stark und breit aufgestellt und das finde ich sehr, sehr gut. Der Feminismus, den ich gerade beobachte, ist antikolonial, antikapitalistisch und es gibt eben ja sehr, sehr konkrete Forderungen und sehr konkrete Ausformungen, die wir da beobachten können, wie die verschiedenen Kämpfe zusammengeführt werden und auch gemeinsam sich organisiert wird. Und ich glaube, in diesem Sinne ist es schon etwas Revolutionäres. Ich weiß, dass zum Beispiel auch Bolivien gerade eine sehr, sehr schwere Krise erlebt. Aber auch in Bolivien können wir sehr, sehr starke Frauenbewegungen, feministische Bewegungen beobachten. Kämpfe für den Erhalt der Umwelt in Chile auch, da konnte ich dasselbe beobachten. Ich mache jetzt hier erstmal Schluss damit, aber auch wenn wir über Intersektionalität sprechen, ich habe da auch schon einige Beispiele gebracht, die sind alle intersektional. Und auch in den USA sehe ich, dass intersektionales Denken immer mehr in den Vordergrund rückt. Das heißt, der Kampf gegen Rassismus, der Kampf gegen Sexismus wurden zusammengeführt oder sind gerade dabei, zusammen gedacht zu werden. Und ich bin der Meinung, dass der Gedanke der Intersektionalität uns wirklich gezeigt hat, dass Rassismus und Sexismus miteinander in Beziehung stehen. Sie sind miteinander verbunden und wenn wir gegen das eine kämpfen, dann müssen wir zwangsläufig auch gegen das andere kämpfen. Wenn wir zum Beispiel die Lebenssituation vieler schwarzer Frauen anschauen, dann sehen wir, dass sie eben nicht nur von einer Diskriminierung betroffen sind, sondern von mehreren. Der Sexismus, den beispielsweise schwarze Frauen erleben, eben aufgrund ihrer Geschichte, der Geschichte auch der Jim Crow-Gesetze, die bis heute eben auch noch Auswirkungen zeigen, macht auch ihr Leiden und ihre Kämpfe sehr einzigartig. Es ist also nicht nur ein Kampf gegen Sexismus, sondern auch ein Kampf gegen Rassismus. Noch ein weiteres Beispiel, das ich sehr wichtig finde, dass gerade schwarze, aber auch weiße Frauen in den USA erleben, ist das Thema Schwangerschaft. Schwarzen Frauen wurde eigentlich systematisch Schwangerschaft oder Schwangerwerden verwehrt. Es gibt sehr, sehr viele Gesetze, die schwarze Frauen kriminalisieren. Und
Und vor allem, wenn schwarze Frauen schwanger werden, gibt es sehr, sehr viele Hürden und Gesetze, die ihnen im Weg stehen. Und viele sehen jetzt also, dass die Entscheidung, ein Kind bekommen zu wollen, sie noch mehr kriminalisiert und marginalisiert als andere gesellschaftliche Gruppen. Vielleicht kann ich da später noch mal näher drauf eingehen. Aber vor allem in Bezug auf schwarze Frauen können wir auch von einer Kriminalisierung von Schwangerschaften sprechen. Und auch hier ist Intersektionalität sehr, sehr wichtig. Und das erstreckt sich eben auch auf Frauen, die behindert werden. Auch diese Menschen befinden sich in einer sehr, sehr schwierigen Situation, vor allem jetzt in der Krise. Und viele dieser Frauen sind mit noch mehr Problemen konfrontiert als Frauen, die zum Beispiel als weiße Frauen. Deswegen ist es eben wichtig, dass wir uns gemeinsam organisieren. Auch die Frage der Autonomie. Ich denke da an viele feministische Bewegungen. Da gab es auch immer sehr viele spannende Entwicklungen. Und feministische Bewegungen müssen sich der Hierarchien in unserer Gesellschaft bewusst sein. Nur dann können sie stärker werden. Das heißt, Autonomie ist für mich sehr wichtig auf organisatorischer Ebene. Es muss eben anerkannt werden, dass es Hierarchien in der Gesellschaft gibt und dass bestimmte Gruppen weniger oder auch mehr Privilegien haben. Ein anderes Thema ist Prekarität. In den USA ist die Lage, die Situation vieler Menschen so prekär. Es gibt wirklich sehr, sehr wenige Jobs, die nicht prekär sind. Das heißt, Prekarität ist eigentlich in jeder Berufsgruppe eingeschrieben. Und das betrifft die Menschen natürlich unterschiedlich. Wenn du zum Beispiel Migrantin bist, keine Papiere hast, keinen Job hast, aber zum Beispiel in der Familie in den Philippinen oder in einem anderen Land hast, dann bist du sehr, sehr viel stärker von Prekarität betroffen als andere Frauen. Wir sprechen jetzt sogar nicht mehr von Prekarität der Arbeit, sondern von Prekarität des Lebens. Und das ist eben die Situation, die entsteht, wenn du nie weißt, wann du als nächstes einen Job haben oder finden kannst. Und das ist leider die Lebensrealität für sehr, sehr viele Menschen. Viele sagen, dass es in 2 Monaten drastische Veränderungen geben wird, dass jetzt schon Schlangen an Menschen gibt, die eben anstehen für Lebensmittel, weil sie sonst verhungern werden. Und auch die Arbeitslosenunterstützung wird vielleicht bald gestrichen. Und was passiert dann? Die Menschen, die jetzt auch schon arbeitslos sind, werden wahrscheinlich keinen Job mehr finden. Und auch Leistungen werden immer mehr gekürzt werden. Das ist also gerade das, was auf dem Spiel steht. Ich würde also sagen, wir stehen gerade an einem Punkt sehr großer Veränderungen. Vieles entscheidet sich jetzt. Und unsere Kämpfe müssen sich jetzt weiterentwickeln, neu gedacht werden, zusammenkommen, damit wir stärker werden. Und ich sehe, dass das in vielen Communities bereits passiert. Ein anderes Beispiel, in migrantischen Communities, nicht sehr weit hier von meinem Wohnort, da werden jetzt wird angefangen, soziale Räume zu schaffen, wo es eben ja, wie eine Art Hauptversammlungen gibt, wo
wo Menschen eben Wohnraum neu organisieren, wo Menschen gerade daran an Kampagnen arbeiten gegen Gefängnisse, gegen Inhaftierungen, massenhafte Inhaftierungen. Und da wird gerade ganz viel über Nachbarschaftshilfe gesprochen und wie das eben vorangetrieben werden kann. Und das ist die Art von Verbindung, die ich meine. Das ist das, was aufgebaut werden muss. Und da sehe ich gerade schon, dass das anfängt. Also wir haben hier noch weitere Fragen. Davon die erste. Du hast erwähnt, dass die Definition der Reproduktionsarbeit auch auf landwirtschaftliche Produktion und Ökologie ausgeweitet wird. Könntest du vielleicht noch mehr sagen zu diesem Zusammenhang zwischen dieser Art von Arbeit und der Reproduktionsarbeit im städtischen Raum? Dann haben wir noch eine andere Frage über die Revolution, was das Potenzial dieser Krise angeht. Historisch gesprochen hat es ja viele Krisenmomente gegeben, aus denen Revolten hervorgegangen sind. Was ist diesmal anders? Nein, nicht ganz anders. Die Frage lautet, was entscheidend ist, ist, ob die Menschen ausreichend gut organisiert sind, um über die bloße Revolte hinauszugehen und eine Revolution zu organisieren. Das ist also auch noch Teil der Frage. Und die Frage an dich, Silvia, ist jetzt, ob du glaubst, dass das heute der Fall ist. Also was die Reproduktionsarbeit angeht, denke ich, dass das Verhältnis von Reproduktionsarbeit in ländlichen Gebieten und den städtischen Gebieten deutlich zu beobachten ist. Also es ist schon seit einiger Zeit die Rede gewesen, im März oder im April beispielsweise, hatten die Leute große Angst, einkaufen zu gehen, in ein Geschäft hineinzugehen. Und wenn man ein Geschäft betreten hat, dann waren da manchmal Menschen, die haben Lebensmittel für einen Monat gekauft, weil man ihnen gesagt hat, geht da nicht öfter hin als unbedingt nötig. Und es gab diese Vorstellung, dass es gefährlich ist, ins Geschäft zu gehen. Und dann haben die Leute angefangen darüber zu diskutieren, ob man nicht die Lebensmittel selber anbauen sollte. Oder ob man nicht bestehende solche Projekte ausbauen sollte oder ob man nicht Kontakte sich verschaffen sollte in ländliche Gebiete. Also es hat bereits eine Bewegung gegeben in den USA und in den Europa oder eine Entwicklung hin zur Herstellung einer direkten Verbindung zwischen Produzent und Konsument, Verbraucher. Um diese Organisationen zu überspringen, die dazwischen geschaltet sind, also die Supermärkte zum Beispiel. Und das ist eine wichtige Entwicklung, sowohl was jetzt, also die ist wichtig, weil es da unter anderem auch um finanzielle Unterstützung ländlicher Produzenten geht. Es gibt zum Beispiel ein Projekt in den USA, da bekommen zu Saisonbeginn die Landwirte bestimmte Beträge von den Verbrauchern und dann bringen die Bauern alle 10 Tage, alle 2 Wochen Lebensmittel in die Stadt. Also es gibt praktisch einen Vorschuss für die Bauern und dann eine kontinuierliche Versorgung mit Lebensmitteln durch die Bauern. Und ein weiterer Vorteil, den das hat, ist, dass sich die Menschen besser verstehen, dass sie genauer wissen, was eigentlich produziert wird. Denn im Allgemeinen produzieren ja Menschen in kleinen landwirtschaftlichen Communities Lebensmittel ohne toxische Chemikalien. Ich glaube,
das wird sich weiterentwickeln, das wird sich ausweiten. Ich glaube, das Interesse, das die Leute daran haben, zu wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen und Verbindungen zu stiften, die einfach enger sind. Die Leute denken schon darüber nach, Lebensmittel in der eigenen Wohnung anzubauen oder im eigenen Haus, wenn man vielleicht einen kleinen Garten hat. Also es gibt dieses Interesse daran, weniger abhängig zu sein vom Markt, weniger angewiesen zu sein auf dieses Terrain kapitalistischer Ausbeutung, kapitalistischer Spekulation. Und Lebensmittel sind natürlich eines der großen Terrains kapitalistischer Ausbeutung heute. Und ich hoffe also, dass sich diese Entwicklung fortsetzt. Aber es hängt natürlich eng miteinander zusammen, die Reproduktionsarbeit auf dem Land und in der Stadt. Was die Revolution angeht, ich würde sagen, es ist bereits revolutionär, in New York, in Brooklyn, auf eine Demonstration zu gehen, auf der die Hälfte der Leute weiß ist. Eine Demonstration, um zu protestieren wegen der Tötung Rainer Kelloggs, wegen der Tötung George Floyds oder wegen der Ermordung von Trans-Personen aus schwarzen Communities. Und wenn dann auf der Demonstration die Hälfte der Leute nicht schwarz, sondern weiß sind, dann bedeutet das für mich, dass dort etwas Neues passiert. Und das macht mir große Hoffnung. Und ich bin nicht die Einzige, die das so sieht. Viele schwarze Aktivistinnen haben dasselbe gesagt. Es ist das erste Mal, dass sie sehen, dass es eine starke Beteiligung durch Weiße gibt. Und das ist meiner Ansicht nach, was da natürlich passiert. Wir sehen jetzt bereits einen Backlash. Es gibt natürlich weiße Rassisten, die alles tun werden, um ihre Privilegien zu verteidigen. Und wir haben furchtbare Dinge gesehen. Man hat sogar Menschen erhängt in verschiedenen Teilen des Landes, schwarze Menschen. Und viele dieser weißen Rassisten arbeiten beim Militär, bei der Polizei. Sie haben also Zugang zu Macht. Und in einer Situation, in der die Polizei so straffrei ausgeht, ist das natürlich von Bedeutung. Marx sagt, und jetzt zitiere ich Marx, wenn wir über die Revolution sprechen, dann sprechen wir nicht von einer idealen Situation, die wir in die Zukunft projizieren, sondern wir sprechen von der Bewegung, die im Alltag den Status quo verändert. Und aus dieser Perspektive haben wir tatsächlich dramatische Veränderungen gesehen in den letzten Wochen. Diese dramatischen Veränderungen sind natürlich keine Garantie. Aber ich glaube, wir werden sicherlich nicht wieder zurückgehen an den Punkt, an dem wir vor einem Jahr waren. Okay. Ich würde jetzt die letzten Fragen stellen für heute. Und dann beenden wir die Veranstaltung. Wir haben noch zwei weitere Fragen, die sich beide um das Thema Staat drehen. Und die sich auf antirassistische, antisexistische Kämpfe beziehen, die du auch erwähnt hast. Die Frage ist folgende. Wie können wir diese Kämpfe zusammenbringen, universalisieren, ohne den Staat mit einzubeziehen? Das heißt, gibt es eine Form von Selbstorganisation, die den Staat ausschließt? Das ist die erste Frage. Eine Sekunde.
Und dann haben wir noch eine weitere Frage, die gerade gestellt wurde. Wenn es genug Zeit dafür gibt, ich würde gerne wissen, ob Silvia denkt, dass Übersetzung ein Mittel sein kann, um verschiedene Kämpfe zusammenzubringen. Was denkst du über Übersetzungen und Verdolmetschungen in der feministischen Bewegung? Kann das ein Mittel sein, um unsere Kämpfe voranzutreiben? Du hast zwischendrin mal gesagt, wir sollten nicht von Social Distancing, sondern eher physischer Distanzierung sprechen. Und dann haben wir sehr viel über Organisierung gesprochen, wie wir uns organisieren können. Was denkst du über diese physische Distanzierung in Bezug auf unsere Organisierung? Inwiefern behindert uns das oder inwiefern können wir das da etwas daraus machen? Okay, soziale Distanzierung, physische Distanzierung. Also Social Distancing ist natürlich immer das, was sie von uns erwarten. Sie wollen, dass wir immer nur an uns selbst denken. Sie wollen, dass wir nicht kollektiv, gemeinschaftlich denken. In der ganzen Geschichte des Kapitalismus sehen wir immer wieder, dass der Fokus darauf gelegt wird, dass wir individualisiert leben. Und diesen Trend konnten wir eben im neoliberalen Kapitalismus immer stärker beobachten. Also deswegen finde ich es wichtig zu betonen, okay, so körperliche Distanz ist schon wichtig, aber bitte lass uns in Kontakt bleiben. Bitte lass uns trotzdem weiterhin reden und sprechen. Das ist nämlich schon ein Unterschied. Ich finde es interessant, dass inmitten der Covid-19-Krise sehr, sehr große Demonstrationen im ganzen Land stattgefunden haben. Mehrere Wochen lang gab es sehr, sehr große Demonstrationen. Vor allem nach dem Mord an George Floyd konnten wir das beobachten. Und das, obwohl gerade Covid-19-Krise ist. Das heißt, manchmal ist es schon nötig und auch möglich, dieses Social Distancing zu machen. Aber ich denke, dass es auch ja, einen sehr großen Konsens gab, dass auf den Demos auch sehr viele Menschen trotzdem Maske getragen haben, dass Menschen mit dem Fahrrad gefahren sind, dass Menschen trotzdem weniger die U-Bahn genutzt haben. In New York zum Beispiel gab es wie eine Explosion an FahrradfahrerInnen. Das heißt, es gab schon Veränderungen und Konsequenzen für die Leute. Aber ich meine, das, was Präsident Trump dort durchführen wollte, seine Rallies in geschlossenen Räumen mit Maske, also, keine Ahnung, das habe ich nicht verstanden, denn geschlossene Räume sind natürlich immer Plätze, an denen sich das Virus sehr, sehr viel schneller verbreiten kann. Aber ich denke, dass die Angst vor einer Ansteckung unsere Bewegung nicht geschwächt oder verlangsamt hat. Ich habe einige der stärksten, energiereichsten Demonstrationen gesehen seit langer, langer Zeit. Und daraus schließe ich eben, dass diese Maskenpflicht unsere Bewegung, unsere Stärke nicht verlangsamt. Und wirklich nach dem Mord an George Floyd waren die Menschen tagelang, jeden Tag, jede Nacht auf der Straße für Wochen. Und da ging es eben nicht nur um den Protest gegen den Mord an George Floyd, sondern auch einfach um alle Ungerechtigkeiten, um Polizeigewalt im Allgemeinen. Es ging um die Institution Polizei, die ihre Macht missbraucht, was in sehr, sehr vielen Städten beobachtet werden kann. Es ging um eine ganze Geschichte von Ausbeutung, von Sklaverei, von Diskriminierung
im Gesundheitssystem, die dieses Land, die USA eben prägt. Es ging um Arbeitslosigkeit. Sehr, sehr viele Kämpfe sind da zusammengekommen. Auch die hohe Sterblichkeitsrate, die durch Rassismus ausgelöst wird. Rassismus tötet. Rassismus an sich ist eine Pandemie. Das alles wurde auf die Straße getragen und ist zusammengekommen. Und ich glaube, dass das, was gerade ausgedrückt wird von so, so vielen Menschen, sehr, sehr stark ist. Das war eine der stärksten Momente, die ich in sehr, sehr vielen Jahren erleben konnte. Es gab wirklich Emotionen und so viele Energien, die ich dort beobachten konnte, die ich wirklich sehr, sehr lange nicht mehr so gesehen habe. Dann komme ich zu der nächsten Frage. Wie können wir unsere Forderungen universalisieren? Wie können wir unsere Forderungen ohne die Hilfe des Staates durchsetzen? Okay, da möchte ich Folgendes dazu sagen. Wenn ich sage, dass wir uns vor allem von unten aus organisieren müssen, dann meine ich, dass der primäre Wandel, die primäre Veränderung auf Graswurzelebene von unten heraus stattfinden muss. Aber wir müssen trotzdem den Staat herausfordern und mit den Staat ansprechen. Es ist unmöglich, den Staat auszuschließen, auszuklammern, denn der Staat dringt in jeden Bereich unseres Lebens ein. Der Staat versucht, jeden Bereich unseres Lebens zu organisieren. Was ich also eigentlich ausdrücken möchte, ist, das heißt, wir müssen mit dem Staat verhandeln, wir müssen Länder, Flächen zurückerobern, wir müssen Machthierarchien verschieben. Und während wir das alles machen, müssen wir uns eben klar werden, dass wir die Bänder der Solidarität zwischen uns stärken müssen. Solange wir das nicht tun und solange wir keine Infrastruktur schaffen, die auf einem Community-Level funktioniert, solange werden wir keine Macht haben, um unsere Kämpfe auszuweiten. Solange werden unsere Kämpfe auch ineffektiv bleiben. Wir müssen eben eine reproduktive Infrastruktur haben, auf Gemeinde-, auf Community-Ebene. Das muss der Anfang sein. Also in den 50 Jahren, ich weiß auch nicht, wie lange ich das schon mache, aber in den Jahren, in denen ich schon in diesem Bereich arbeite, mich damit beschäftige, komme ich immer wieder einfach auf denselben Punkt. Um gegen das System anzukommen, muss eben der Alltag neu organisiert werden. Wir können das System nicht verändern, solange wir unser Leben, unseren Alltag nicht verändern. Und zwar nicht nur auf individueller Ebene, sondern auf gemeinschaftlicher Ebene. Also nicht nur, wie ich alleine lebe, sondern auf kompletter Ebene. Wir brauchen da auch neues Vokabular. Ich habe das Gefühl, das wird Communities auch aufgebaut. Aber was ich eben sagen will, die Kraft und die Macht, die wir haben im Vergleich zum Staat, hängt davon ab, wie stark wir uns organisieren können und wie stark wir uns als Gemeinschaft zusammenkommen können. Das heißt, neue Formen von Reproduktion. Als Beispiel. Zum Beispiel Kinderbetreuung oder die Betreuung älterer Menschen. Ich meine, wie viele Menschen können nicht an Demonstrationen teilnehmen, weil sie zu Hause bleiben müssen, gezwungenerweise, um sich um kranke Mitmenschen zu kümmern. Zum Beispiel mein Partner, der ist auch gerade krank und konnte sich mehrere Wochen gar nicht bewegen. Der konnte nicht auf Demonstrationen gehen und ich habe mich um ihn gekümmert. Es gibt Menschen mit chronischen Krankheiten und auch in der Kinderbetreuung gibt es da sehr viel Potenzial zur Veränderung. All diese Aktivitäten an Kinderbetreuung, die Betreuung der Eltern, älteren Menschen, muss aufgebrochen werden. Was wir jetzt gerade sehen, ist, wir haben nicht genug Ressourcen, um uns ausreichend darum zu kümmern. Unsere
Reproduktion ist so organisiert, dass wir voneinander isoliert werden. Wir haben nicht genug Ressourcen, um diese Pflegearbeit auszuführen, und wir sind voneinander isoliert. Das heißt, wir müssen unsere Ressourcen bündeln. Und natürlich ist es keine leichte Aufgabe, aber das muss die Grundlage unseres Handelns sein. Also die Idee, dass alle Probleme sich in Luft auslösen, wenn wir Arbeit haben, von der Illusion sollten wir uns verabschieden. Das ist sehr viel mehr notwendig als Lohnarbeit. Ich habe das Gefühl, dass auch sehr viele Fragen, was Reproduktionsarbeit angeht, von der feministischen Bewegung nicht genug adressiert wurden. Das heißt, wie wir unseren Alltag gestalten, muss verändert werden. Er muss kollektiver gestaltet werden. Mehr Menschen müssen involviert werden, sich gegenseitig unterstützen. Das heißt, wir müssen unsere Ressourcen bündeln. Und das muss ein Fokus in unserer Debatte sein. Das ist natürlich von Kontext zu Kontext unterschiedlich, auch von den unterschiedlichen Machtverhältnissen. Aber es bleibt an sich die Grundlage unseres Handelns. Das ist das, was verändert werden muss. Das heißt, diese Bedingungen müssen geändert werden, und damit müssen wir den Staat konfrontieren. Das heißt, wenn es darum geht, wie hoch Sozialleistungen sind, an wen sie gehen, wer sie überhaupt erhalten darf, das sind die Punkte, an denen wir einschreiten und mitreden müssen. Denn was wir jetzt gerade sehen können, ist, dass Sozialleistungen unser Leben nicht unbedingt leichter oder besser machen. So, da war ja noch die Frage nach der Übersetzung. Das sollte ich natürlich nicht vergessen, denn ich habe ja selber schon sehr viel übersetzt. Übersetzen ist sehr wichtig. Also ich denke jetzt an Übersetzen im Wortsinn, also von einer Sprache in eine andere. Aber ich denke auch an kulturelles Übersetzen. Das ist eine sehr wichtige Tätigkeit. Das ist Teil der Globalisierung des Kampfes. Dabei geht es darum, über die Peripherie unserer eigenen Region hinauszugehen, unserer eigenen Länder hinauszugehen, sich zu internationalisieren, Brücken zu bauen zu anderen Bewegungen. Das muss man tun. Wir brauchen Übersetzung, das ist ganz wichtig. Vielen herzlichen Dank, Silvia. Ich nutze diesen letzten Input, um den Dolmetschern zu danken. Das war ja jetzt das erste Mal hier, dass du ins Deutsche verdolmetscht worden bist. Etwa 160 Menschen haben zugesehen. Wir sind also sehr dankbar für deinen Input, aber auch für die Verdolmetschung ins Deutsche. Ich habe jetzt hier die Kamera ein letztes Mal eingeschaltet, damit wir uns nochmal sehen können, auch wenn ich befürchte, dass das vielleicht auf Kosten der Verbindung geht. Mathilde, ja, ich tue das Gleiche. Ich bin sehr froh und dankbar für deinen Beitrag und natürlich für deine Beteiligung an dieser Diskussion. Vielen herzlichen Dank auch von mir. Ja, vielen Dank an euch alle. Vielen Dank auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen für die Fragen. Vielen, vielen Dank an euch alle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.